gewusst, seit UX Charlie ist. Wo ist er? Bam! Mit einem neuen Video von mir auf meinem Kanal. Als hättet ihr es nicht schon erwartet, als ihr auf dieses Video geklickt habt. Eine andere echt spezielle, individuelle Begrüßung wäre natürlich auch gewesen. Was geht ab, Freunde? Willkommen zu diesem neuen Video hier auf meinem Kanal. Es ist 2018, warum sagen das noch Leute? Natürlich seid ihr auf dem Kanal, natürlich ist das ein neues Video. Was soll es denn auch sonst sein? Im Gegensatz zum letzten Video, und das hätte ich echt nicht gedacht, dass ich das jemals sagen werde, spielen wir heute mal wieder Black Ops 4. Soll der Waffenspielkönig zurückkommen? Ja! Ja, okay, ja, der sucht dann jetzt nicht direkt, wenn ich raufklicke, aber ist egal. Also ich habe das halt voll oft, wenn ich irgendwie den Spielmodus beim Multiplayer auswähle, dann gehe ich da halt drauf, aber ich suche halt keine Lobby, weil normalerweise ist es ja immer so, dass du dann halt direkt eine Lobby suchst, wenn du den Spielmodus ausgesucht hast. Also ich meine, was soll denn auch, warum denn halt auch nicht, ne? Aber in Black Ops 4 haben sie das aus irgendeinem Grund rausgenommen. Ah. Ah, bro! Bro! Das fängt ja schon mal nicht schlecht an. Bad guy. Yes! Ja. Ah. Ich glaube, das soll ein Anzeichen sein dafür, dass ich mal auf ein Kotti-Bett eingeladen werde hier in Black Ops 4. Hello! Mir fällt diese Kunst, es hätte. Reingejoint, aber dafür schönen Last Kill. Ich glaube, ich brauche nicht mehr zu sagen, wer hier spicy auf den Sticks ist, aber. Vielleicht wundert ihr euch im Hintergrund, ich zeig das mal ein bisschen eher. Ja, genau. Und da, damit habe ich gerade eben hier meinen Tisch sauber gemacht. Das ist der Adventskalender von Antonia. Ich habe einfach. Der Adventskalender besteht daraus, ich habe einfach 24 Sachen bei DM bestellt. Ihr könnt die Idee gern kopieren, wenn es noch zeitlich passt. Ich habe einfach 24 Sachen bei DM bestellt und ich hoffe, sie freut sich. Kill. 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 Was war denn das? Das war ein Teammate. Ich dachte, das haben sie rausgepatcht. Ich bin der Einzige, der in Frei für alle meine Teammates tötet. Oh, das habe ich jetzt nicht erwartet. Ajax, kill. Warum sind das denn Teammates? Hallo? Was ist denn los, Black Ops 4? Wie kann das denn nur passieren, dass hier jetzt Teammates angezeigt werden? Also ich meine, das geht doch nicht. Das geht aber. Halleluja. Ajax wasted. Bro, what? Man darf wirklich nicht drüber nachdenken. Ich glaube, ich habe das bei Omid in einem Video gesehen oder so. Er meinte irgendwie, man darf nicht darüber nachdenken, wenn man sniped und nicht nachdenken kann ich. Komm doch raus. Ja, der Raketenwerfer ist immer so ein bisschen tricky irgendwie. Der macht nie One-Shot irgendwie. Was ein bisschen komisch dafür ist, dass man mit einem Raketenwerfer getroffen wird. Also, mit der Rakete vom Raketenwerfer. Jetzt wisst ihr, was ich meine. Easy. Espirito. Espirito. Wir spielen jetzt mal wieder Team Deathmatch bis 100. Keine Ahnung, warum Call of Duty jetzt anstatt 75 wieder 100 gemacht hat, aber... Wo ist der jetzt hingesprungen? Ich weiß nicht so, wie ihr mich hier seht, aber ich finde mich gar nicht so schlecht in dem Spiel. Also, würde ich mich selbst bewerten? Eine 3. Ich versuche übrigens gerade, möglichst viele Waffen auf Gold zu bekommen. Ihr könnt ja jetzt einfach mal schon abstimmen, was ihr denkt, wie viele Waffen ich aktuell schon auf Gold habe. Ah, stimmt schon ab. Ja, habt ihr eine Auswahl getroffen? Eine. Aber durch diesen Headshot bin ich jetzt schon etwas näher daran, eine zweite zu haben. Und durch den Lag wieder schon ein Stück weniger dran. Oh nee, Kollege, gar kein Bock auf dich gerade. Okay, ja, ist okay. Ja, jetzt lass mich doch frei. Ah. Die packt mich noch so ein bisschen ab. Also wenn ich sie nicht selbst spiele. Science in action. Assault the target. UAV standing by. Wix Charlie spicy auf den Sticks. Removed. Yes. Oh, ich bin heiß. Jetzt die Hellsam rauskloppen. Der Hund schützt mich. Nein! Warum stirbt er denn schon? Der Hund schützt mich. Warum habe ich denn hier keine zweite, hä? Klack, 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 klack. Boah, die sind alle nur gekommen, um mich tot zu bumsen. Ich weiß es ganz genau. Wie hat er das denn gemacht?
Obwohl ich natürlich hot und spicy auf den Sticks bin, ist es heute irgendwie so richtig grau auch draußen und ja auch hier drin. Das spiegelt sich alles auch so ein bisschen im Video hier wieder. Das hier ist nämlich das. Heute bleibe ich den ganzen Tag zu Hause und kuschel mich ins warme Bettchen, trinke vielleicht noch eine kleine Tasse Tee und schaue den ganzen Tag UX Charlie Videos. Video. Ein richtig gemütliches Video. All still down. They're done. He's dead. King Schwertfisch. King Unlucky. Hostile Sniper working. Komm doch raus! Ich bin zwar nicht der Beste im Aiming, sag ich mal, oder bei Weitem nicht der Beste, aber irgendwie wird der Schwertfisch krank, damit fühle ich mich wohl, obwohl man mit der eigentlich gut aimen muss, damit man was trifft. Kann ich da nicht mal Wallbang? Warum kann man in keinem neuen Call of Duty Wallbang? Come on. Was machst du da auf dem Boden, Ada? Was machst du da auf dem Boden? Dich heilen, ja? Ja? Dann schieß doch nicht, wenn du dich heilst. Eins von beiden, Kollege. Höhlenjunge, ne? Da sagst du auf dem Boden, aber ich hab dich gesehen. Ich sehe dich. Ich lese dich. King Schwertfisch. Unschöne Szenen spielen sich hier heute ab. Diese digitalen Morde, die heute begangen werden, die wirklich nicht schön. Der schießt einfach durch. Der macht Ratter. Enemy down. King Schwertfisch. Nee, doch nicht. Komm, scheiß auf den. Nee, komm, scheiß auf die. Nee, komm schon. Komm schon. Nein, oh Gott, ich habe ihn sogar noch gesehen. Ich hol mal was zu trinken. Ach, die Weihnachtszeit geht los. Wir haben leckeren Gamer Energy, leckeres Bananenbrot, was Antonia vorhin gemacht hat. Und wir zünden uns jetzt hier noch gemütlich eine Kerze an. Ach ja, hört ihr, wie das prickelt? ASMR für Arme. So, ich stell sie mal hier hin. Das ist ein richtig gemütliches UX Charlie Video. So, jetzt noch eine Decke drüber. Und schön Call of Duty spielen. Ich liebe es. Ich liebe das. Oh Gott, der hat ihn richtig erdrückt. Ach, warte, war das jetzt ein Kollege oder war das ein Gegner? Hm. Oh ja. Oh ja. Jetzt zeige ich mich so ein bisschen noch im Blick, ob ich das Spiel eingespielt habe. Habe ich jetzt auch das erste Mal das Spiel live gestreamt. Und zwar unter twitch.tv/zcharlesen. Einfach mal folgen. Da habe ich halt im Livestream gestern fast ein ganzes Prestige durchlang gestreamt. Also war echt richtig geil. Auch nochmal danke an alle, die da waren. Also folgt einfach mal dem Twitch-Channel. Und verpasst ihr solche krassen Plays auch nicht. Ich bin jetzt so mad. Ich muss die Laune wieder irgendwie hochbekommen. Bei einem eisgekühlten Hashtag Werbung Gamer Energy. Grüße an Rhythm an der Stelle jetzt. Ist Copyright von ihm. If you like Pina Coladas, get caught in the rain. Ah, Hashtag Werbung. If you like making love at midnight, in the dunes on the cape. Ein paar Leute haben übrigens auch noch gefragt, ob wieder ein Adventskalender kommen wird. Und ich kann euch, ich möchte jetzt noch nicht zu viel verraten, aber es kommt kein Adventskalender. Dafür aber im Dezember trotzdem, und das ist wirklich auch eine Sensation für UX Charlie, es kommen regelmäßig Videos. Und zwar, das ist jetzt die Innovation. Und zwar mache ich anstatt einem Adventskalender erstmal die Final Killcam. Ich mache anstatt einen Adventskalender einen Adventkalender. Na, wie klingt das? Like? Daumen hoch. Wann ist der erste Advent? Och, 2. Dezember. 2. Dezember kommt das nächste Video. 2. Dezember, ihr merkt schon, die Vorproduktionen laufen auf den Hochtouren. Ich hatte wirklich überlegt, ob ich sowas wie einen Adventskalender wieder anfangen soll, beziehungsweise versuchen soll. Und hatte da auch schon ein bisschen geschrieben und ein bisschen mir Sachen überlegt und so. Also ich wollte, weil ich das Prinzip an sich gar nicht so schlecht finde, weil ich finde das irgendwie cool mit so YouTubern, mit denen ich so zu tun habe, oder mit denen ich cool bin, mit einfach Videos aufzunehmen. Problem ist, ich kriege halt keine 24 Videos innerhalb so kurzer Zeit so hin, dass sie auch mir gefallen. Also ich habe halt einen zu hohen Anspruch. Lasse, ASMR, du Huhn. Sodass ich einfach keine 24 Videos innerhalb von einem Monat oder zwei oder drei Monaten hinbekomme, die halt dementsprechend, was so meine Vorstellung von guten Videos ist,
Was ja jetzt schon nicht unbedingt hoch ist, ne, der Anspruch, aber ich verstehe, hoffe ich mal, wie ich meine. Ich sehe übrigens mega hässlich aus mit diesem Face-Ding da, aber ist egal. Das soll die Gegner abschrecken. Das ist wie im echten Leben bei mir. Durch ein hässliches Gesicht macht ihr euch nie Feinde, Leute. Weiß nicht, ob ich das schon mal in einem Video erzählt habe. Das ist jetzt ein bisschen random. Nämlich innerhalb von meiner Konfirmationsgruppe damals sollten wir uns in den letzten Stunden kurz vor der Konfirmation noch gegenseitig allen schreiben, anonym, was wir an dem anderen schätzen. Irgendetwas, was wir an dem anderen cool finden oder was. Irgendeine positive Eigenschaft, die uns eben aufgefallen ist innerhalb jetzt der Zeit, in der wir Konfirmationsunterricht miteinander hatten. Damit halt jeder am Ende so einen Zettel hat mit coolen Eigenschaften. Damit es halt so eine Art schöne Erinnerung an den Konfirmationsunterricht ist und man halt sich so gegenseitig mal sagt, was man aneinander cool findet und was man eigentlich so im Alltag relativ wenig macht. Aber um das Prinzip dieser Übung geht es eigentlich jetzt gar nicht. Wie gesagt, nur eine einzige positive Eigenschaft, die einem aufgefallen ist, sollte man denn da hinschreiben für einen. Bei mir hat jemand geschrieben, du bist sehr viel intelligenter, als man denkt. Amen. Aber es ist natürlich lieb gemeint, also ich kann das schon ein Stück weit nachvollziehen. Sehr viel intelligenter, als man denkt. Wisst ihr was? Schreibt mir doch auch mal alle eine Eigenschaft, die ihr an mir nett findet oder die euch positiv bei mir auffällt. Schreibt mir einfach mal alle eine Eigenschaft hier in die Kommentare oder unter meine Instagram-Bilder. Ist auch egal, bei Twitter. Schreibt mir einfach mal eine Eigenschaft, die ihr an mir schätzt. Bitte findet eine. Genau, ASMR-Lasse macht hier den Last Kill mit seiner Diamant. Was ist denn das für eine Animation gewesen? Black Ops 4 ist weird, aber ich glaube, noch weirder sind die Livestreams von OX Charlie Z. Scheißen als ich da auf Twitch. Folgt mir da am besten oder abonniert mich, wenn es irgendwann soweit ist, dass man mich abonnieren kann. Aber ihr könnt mich auf YouTube abonnieren, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Ich glaube, keiner guckt meine Videos, der mich nicht kennt. Aber falls du mich nicht kennst, dann abonniert mich doch, bitte. Das war's von mir. Ich wünsche euch noch einen schönen, kuscheligen Tag. Bis bald, bis zum 2. Dezember, Leute. Wir sehen uns. Vielleicht geht da auch Rauchmelder hier an. 45 Räuber kommen nachts in deine Stadt. 45 Räuber sind grad nachts allein und wach. 45 Räuber ticken an dein Nachbar Drugs, machen Schnapp. Nacht für Nacht.